Hallo liebe Zuschauer, ich bin hier auf der IBC, der Internationalen Broadcast Convention. Das ist eine professionelle Rundfunk- und Fernsehmesse. Und wir haben uns jetzt für Sie einige interessante Themen hier rausgepickt. Das sind zum einen virtuelle Studios, dann interaktive Anwendungen und schließlich das Thema 3D-Animation. Helios Wavefront hat dieses Jahr Maya 4 auf dem Apple Macintosh vorgestellt. Das haben wir hier zum ersten Mal sehen können. Das Besondere beim Mac, hier mit OS X läuft er, ist natürlich, dass es bei sehr vielen Grafikern sehr verbreitet ist, das Gerät. Und auf die Art und Weise kann man jetzt auch ganz anspruchsvolle 3D-Grafiken machen. Hier sehen wir übrigens die Paint-Effects von Maya 4. Da kann man einfach Pflanzen auf einen Untergrund zeichnen. Aber das geschieht jetzt dreidimensional, nicht nur 2D-mäßig, sogar mit Schatten. Man könnte die Szene dann auch von anderen Seiten betrachten und in einer Animation verwenden. Das ist eigentlich das Besondere an diesen Paint-Effects. Hier sehen Sie schon, das läuft hier auf dem Mac schon ganz anständig. Man braucht natürlich auch einen modernen Mac, entsprechend auch mit dem OS X, um überhaupt mit dem Maya hier arbeiten zu können. Hier haben wir noch eine Dynamiksimulation. Die Bewegung wird also nicht vorausgegeben, nicht vorgegeben, sondern wird automatisch berechnet. Hier sind jetzt die Constraints mal unterbrochen zum Beispiel. Also ganz hübsch. Wir haben aber auch noch andere schöne Sachen. Der Mac, auch der iMac, jeder Mac wird mit iMovie ausgeliefert. Das ist ein Videoschnittprogramm, mit dem man ganz einfach umgehen kann. Die Macs haben einen Eingang für die Videokamera, kann man also direkt anschließen. Und hier kann ich meine Videos dann nehmen, auf die Timeline drägen. Ich kann natürlich auch Übergänge da definieren. Da hat man eigentlich alle Möglichkeiten, die man auch von großen Schnittprogrammen hier kennt. Und man kann das Ganze dann als E-Mail-Movie verschicken zum Beispiel, Streaming-Web-Movie für eine CD-ROM oder mit großer Qualität entsprechend komprimieren. Da hat man also alle möglichen Möglichkeiten. Hier haben wir das Profi-Programm Final Cut Pro 2, das jetzt hier sogar mit HDTV-Qualität vorgestellt wurde. Dazu braucht man eine anspruchsvolle Videograberkarte, das ist ganz klar. Aber dann kann man das System hier wirklich für hochauflösende Videoproduktionen verwenden. Das Final Cut Pro ist übrigens nicht mal teuer. Das kann man, wenn man jetzt keine teure Video-Capture-Karte dazu braucht, in HDTV ganz normal verwenden. Hier sieht man nämlich die Breakout-Box mit entsprechenden Audioanschlüssen, Videoanschlüssen. Für HDTV gibt es nochmal eine extra Breakout-Box, mit der man dann auch entsprechend seine Recorder und Bildschirme anschließen kann. Eine spezielle Tastatur mit einer farbigen Belegung, ähnlich wie bei den Avid-Schnittsystemen, sodass man sich da auch leicht zurechtfinden kann, wenn man viel damit arbeitet. So eine ganz professionelle Lösung ist das jetzt hier. Aber das Final Cut Pro, wie gesagt, das ist recht günstig, kann man sich also so auch kaufen und damit schon arbeiten. Erst die Hardware macht es natürlich entsprechend aufwendig. Man sieht hier die hohe Auflösung, wenn man da ranfährt. Und man braucht ja auch entsprechend schnelle Videoplatten, die jetzt hier als RAID ausgeführt sind, um die unkomprimierten HD-Daten, die man jetzt hier zum Beispiel haben möchte, auch entsprechend abspeichern zu können. Wenn Sie im Radio mal Musik hören oder im Internet irgendwelche Files mit Musik downloaden und nicht wissen, was das für ein Titel ist, da haben wir hier was ganz Nettes. Das heißt Audio-ID, Audio-Identifizierung. Und zwar wird hier per Software ein Fingerprint von vielen Musikstücken verglichen mit einem Fingerprint, der jetzt gerade erzeugt wird von dem aktuellen Stück. Ich zeige Ihnen aber am besten mal, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier einen CD-Player bzw. einen MP3-Player, dann kann ich jetzt, ist ganz egal, was Sie da für Medien verwenden, können Sie das jetzt wiedergeben auf einem Lautsprecher zum Beispiel. Und über ein Mikrofon hier wird das Ganze aufgezeichnet, am PC analysiert. Jetzt starte ich einfach mal das, spiele jetzt hier mal eine beliebige Musik ab und ich starte die Analyse auch gleich, sobald es hier losgeht. So, machen wir mal hier Enter. Und der Prozessor vergleicht jetzt den Fingerprint, den er jetzt gerade erstellt, mit seiner Datenbank. Und hier sehen wir schon, aha, aber das stimmt, hat er jetzt gleich erkannt. Stoppe ich das gleich mal. Das Interessante ist, dass er diesen Fingerprint jetzt nicht nur für den Anfang der Musik erkennt, sondern auch mittendrin im Stück. Das spielt eigentlich keine Rolle. Ich kann jetzt hier mal irgendwo eins vorspielen, das mal ausprobieren.
und ist natürlich wieder erkannt. Da sieht man auch gleich noch den Confidence Level, also wie sicher sich das Programm ist, dass er die jeweilige Melodie erkannt hat. Das ist natürlich jetzt nicht nur für den Heimgebrauch, dafür ist es eigentlich nicht gedacht, sondern interessant ist es natürlich auch, um automatische Suchen zum Beispiel zu machen im Internet nach irgendwelchen illegalen Stücken. Also da gibt es ganz verschiedenste Anwendungen. Natürlich auch in Endgeräten könnte ich mir das auch vorstellen, dass man automatisch den Titel anzeigt. So ist man ja auf irgendwelche Spezialkodierungen angewiesen. Das ist jetzt ganz unabhängig davon. Und es ist auch immer auf eine spezielle Produktion abgelegt. Also man könnte da noch mehr Informationen eigentlich ausgeben, wo das jetzt herstammt, das Musikstück und so weiter. Also eigentlich eine ganz faszinierende Technik. Ja, Musik war auch ein Thema auf der IBC und zwar insbesondere das Steuern von Musik, was hier gemacht wird über eine Videokamera. Hier wird der Schausteller praktisch aufgezeichnet und analysiert, dessen Bewegung steuert die Musik. Das ist über ein MIDI-System gemacht, das Ganze. Und zwar sieht man hier schon den Schallplan davon. Das kann man übrigens selber verdrahten, da gibt es eine URL, da kann man sich dieses ganze Programm downloaden. Die Videokamera, wie gesagt, wird hier erfasst. Und eine entsprechende Position im XY-Raum wird dann dargestellt. Sieht man ganz schlecht, das ist ein ganz kleiner Punkt, der hier hin und her hüpft und der jetzt die Musik steuert. Man kann da ganz eigene Steuerungen und fantasievolle Apparaturen mitbauen. Das geht hier ganz beliebig mit diesem System. Hier was ganz anderes. Bluebox ist immer noch ein interessantes Thema, aber hier wird was Besonderes gemacht. Die Oberfläche von dem Mantel, den er hier anzieht und auch der Hintergrund, reflektiert Licht nur genau in der Richtung, in der es angestrahlt wird, nämlich hier von diesen blauen Leuchtdioden. Deshalb sieht die Kamera das alles blau um ihn herum, so als ob es mit blauen Lampen beleuchtet würde. Wir sind hier ein bisschen in die Achse gegangen, da wird es schon bläulicher. Man muss genau in die Kamera gehen, um das zu machen. Man kann hier auch noch einen blauen Handschuh verwenden. Zusätzlich blau beleuchtet und auch mit so einem ähnlichen Material übrigens. Und das stanzt ganz sauber. Das ist eigentlich eine faszinierende Möglichkeit, ein virtuelles Studio aufzubauen. Auf die Art und Weise kann man da schöne Produktionen machen. Das ist hier das konventionelle Verfahren, was die Bluebox angeht zumindest. Man leuchtet einfach blau aus. Aber interessant ist die Studio-Technik, die hier verwendet wird. Basiert nämlich auf 3D Studio Max. Es gibt auch eine Option, damit man das mit Maya machen kann. Man kann hier ein virtuelles Studio in Echtzeit darstellen mit bewegten Figuren. Hier zum Beispiel dieser Globus. Und er kann jetzt hier ganz verschiedene Sachen im Studio machen. Sie sehen auch, er hat einen Vorder- und Hintergrund. Die Kamera kann sich frei bewegen. Und ihr könnt jetzt hier diese Vasen hier gleich noch einschalten, dann drehen die sich ja auch in ihrer Achse. Und das wird alles in Echtzeit von dem System berechnet. Natürlich ist das schon immer insgesamt recht aufwendig in der Studiotechnik. Man braucht hier eine Möglichkeit, die Position der Kamera zu erfassen und auch die Steuerung der Zoomlinsen muss natürlich irgendwie gemacht werden. Sie sehen schon, ich habe das hier auch gleich mal selber getestet. Das geht wirklich ganz easy. Die Kamera kann sich natürlich frei bewegen und zoomen und machen. Und das sieht dann also auch wirklich ganz toll aus. Es ist nicht ganz einfach, in dem Blaubox-Studio zu arbeiten. Man sieht ja nicht, wo die ganzen Gegenstände liegen. Hier hat man übrigens noch so virtuelle Leinwände. Das ist auch ganz praktisch. Kann man hier überall Nachrichten einblenden zum Beispiel. Ja, hier eine andere Technik. Bei ORAT verwendet man Kameras an der Decke, die die Position von Infrarotgebern, die an der Kamera befestigt sind. Und damit lässt sich eben auch die Position der Kamera ermitteln. Das ist immer der Trick, den man eigentlich braucht, um ein virtuelles Studio aufzubauen. Natürlich hat man hier auch eine Bluebox. Hier sehen Sie schon die Geber hier an der Kamera. Die strahlen entsprechend das Licht ab und da wird die Position anhand dieser Informationen genau berechnet. Die Kamera kann sich da auch wirklich frei im Raum bewegen, das ist eigentlich das Schöne an diesem System jetzt. ORAT hat ja auch noch ein System mit Gitterlinien, das kann man aber nicht in 360 Grad einsetzen. Hier geht es natürlich dann mit diesem neuen System. Und das Ganze ist PC-basierend, was auch die Kosten stark reduziert. Braucht man also keine teuren, super Hochleistungs-Workstations mehr. Sie sehen schon, das sieht natürlich auch ganz super aus. Hier auch in HD-Qualität natürlich. Das Ganze wird jetzt hier eingestanzt und man kann sich da auch frei im virtuellen Studio bewegen und den Hintergrund, den muss man natürlich immer vorher entsprechend aufwendiger vorbereiten, damit es dann flüssig abläuft. Ein anderes Verfahren, wenn man jetzt auch Schausteller, Schauspieler bewegen möchte, also virtuelle Figuren zum Beispiel, dann braucht man Sensoren. Das wird hier mit einem passiven System gemacht, also lauter Kugeln, die Infrarotlicht reflektieren. Und damit der Computer das ausrechnen kann, wo sich diese ganzen Kugeln befindet, sind an der Decke Kameras mit entsprechender Beleuchtung, hier auch mit Rotlicht eben entsprechend, das reicht dann schon aus, untergebracht. Hier ist die Nullstellung jetzt von dem Schauspieler. Erstmal muss man das Ganze kalibrieren und schon kann es losgehen. Das ist jetzt dieser
Tuffy, der kleine Schauspieler, virtueller Schauspieler, der jetzt die Sendung moderieren kann und in Echtzeit gesteuert wird eben von dem eigentlichen Schauspieler. Und der hat ja auch ein Mikrofon. Die Sprache wird hier gleich synthetisch umgewandelt in Lippenbewegung. Das ist natürlich dann relativ einfach. Und es gibt noch einen Operator, der die Position steuern muss natürlich und irgendwelche Special Effects ein- und ausschalten muss. Und da kann man Tuffy hier auch ins reale Leben einblenden, ihn in Interviews mitspielen lassen. Er kann eben auf die Zuschauer reagieren, nicht wie bei einem vorgefertigten Video, alles interaktiv. Das lässt sich natürlich dann auch schön produzieren für Fernsehsendungen oder Live-Shows ist das ganz praktisch gemacht. Sehen schon, schaut ganz fantastisch eigentlich aus. So Augenbewegung und sowas wird über einen extra Operator eingegeben. Das kann er nicht automatisch erfassen. Das muss man auch nicht unbedingt machen. Das macht ein zweiter Spieler dann. Jetzt brauchen wir natürlich immer schnellere Grafik, um die vielen Videos, die man hier auf der Messe sieht, auch anzeigen zu können, um zum Beispiel Videos aufzeichnen zu können, um auch 3D-Animationen darstellen zu können. Und da gibt es auch eine ganz interessante Lösung hier, eine neue Karte, die gerade rausgekommen ist, die All-in-Wonder, die basiert auf dem Radeon 8500 Chipsatz, das ist hier untergebracht. Das Besondere eigentlich an dieser Grafikkarte sind auch die verschiedenen Ein- und Ausgänge. Wir haben hier einen Stecker, den man mit einer Breakout-Box verbindet und da jetzt das TV-Signal In und Out zum Beispiel drüber geleitet wird, aber auch Composite-Video, das sieht man jetzt hier. Hier ist diese Breakout-Box, hier haben wir Composite-Video, Audio, S-Video. Auf der Rückseite gibt es hier entsprechend noch den Firewire, um sein TV-Signal von der Videokamera jetzt direkt einspielen zu können und entsprechend weitere Anschlüsse für S-Video, sodass man halt In und Out dann insgesamt zur Verfügung hat. Hier haben wir noch einen weiteren Firewire, ebenfalls für TV. Und dann gibt es natürlich hier noch einen kombinierten Ausgang, den man entweder für ein digitales LCD-Panel verwenden kann, aber natürlich auch mit einem entsprechenden Adapter ganz normal für seinen VGA-Monitor. Besonderheit bei der Karte ist, sie unterstützt jetzt DirectX 8.1. Da gibt es ganz schöne neue Features, die eine wesentlich verbesserte Darstellung gerade im 3D-Bereich ermöglichen. So zum Beispiel das TrueForm, bei dem 3D-Triangles, also Dreiecke hinzugefügt werden, automatisch, sodass man zu einer schöneren Oberfläche eigentlich kommt nachher bei der Bilddarstellung. Das ist auch für die Programmierer relativ leicht zu lösen. Im DirectX-Modell kann man das im Prinzip in wenigen Switches dann einschalten und so kann man dann auch bei Spielen eine schönere Darstellung erreichen. Natürlich gibt es auch OpenGL-Treiber, sodass man seine Standard-3D-Packages jetzt verwenden kann. 3D Max unterstützt ja DirectX und Spezialfunktionen auch direkt, sodass man da auch zu einer besseren Darstellung und zu einer schnelleren Darstellung natürlich kommt, was ganz wichtig ist, wenn man seine Animationen auch in Echtzeit schon mal ansehen möchte. Also alles in allem eine höchst interessante Grafikkarte.